Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 6.7.2023 und die Mädels, die waren ganz schön faul gewesen hier, wollten nicht die Reste von der Party beseitigen, die Toilette sieht immer noch so sauer aus wie aus dem Titelbild von gestern und mein Laptop hat auch keine Lust mehr, so wie die Damen hier. Ich spreche jetzt ohne Mist die Analyse zum vierten Mal ein, also das bin ja schon dezent genervt, ich hoffe, man hört es mir nicht an. Ey, die erste Aufnahme 10 Minuten, dann 9 Minuten, dann 8 Minuten. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, wenn du dann auf Speichern klickst und der Computer sagt Nein. Aber gut, okay, wir probieren das jetzt nochmal. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass ich auch noch ein paar Mails beantworten kann oder ins Bett kann, was auch sehr schön wäre. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, was wollten wir sehen? Was haben wir angesprochen? Welches Szenario wollten wir traden? Wir haben darüber gesprochen oder ich habe darüber gesprochen. Hier noch so ein Tief drunter. Kurz runter, dann ein neues Tageshoch setzen, das wäre für mich Voraussetzung gewesen für Long. Kam nicht. Ja, wir haben gesagt, wenn er weiter unten rückt, keine Chance nutzt oben, dann geht es weiter Richtung 69, 16.000, die haben wir gesehen. Und ja, dann ist er eigentlich stehen geblieben. Ja, also der hat die 69 durchschlagen, sich jetzt so auf die 39 gestellt mit dem ersten Hieb, hat dann sich eine ganze Weile auf der 69 stabilisiert zur Seite. Dann nochmal ein bisschen unter dem Tief rumgelungert, 10, 20 Punkte. Sehr, 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 sehr auffällig, wie wenig Anteilnahme die Amerikaner da an der Bewegung momentan haben. Also das lässt sich nicht unterscheiden von dem Vortag, wo die Amerikaner Feiertag hatten und dem Vorvortag, wo die Amerikaner verkürzten Handel hatten. Also es ist nahezu identisches Bewegungsverhalten, Vormittag schwach, dann ab Mittag eigentlich gefühlt nur noch zur Seite. Das war Montag so, das war Dienstag so, das war jetzt auch am Mittwoch so. Und von daher sollte man am Donnerstag mal ein bisschen genauer hingucken, wie die Amerikaner denn jetzt tatsächlich vorhaben, die letzte Woche noch oder den Rest der Woche noch zu handeln. Also da fehlt irgendwie einfach ein bisschen was. Könnte mir vorstellen, dass die jetzt tatsächlich hier noch ein bisschen Staub raustreten und auch Ruderumreißer spielen. Denn das kennt man zum Donnerstag, dass der gerne mal in die eine Richtung anrennt und dann um die andere umzukehren. Macht der Vormittag nach oben, hätten wir also erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem Bereich von 16.030 abverkauft wird, und zwar richtig abverkauft wird, auf die 15.900 runter und dann sogar schon Richtung 15.800. Na, also wäre damit eine schöne Short-Chance, wenn er dann hier oben aber auch ein Umkehrsignal bringt. Also er muss hier mindestens eine rote Stundenkerze bringen oder sowas, da würde ich mich nicht blind einfach gegen die Stärke stellen. Ja, das würde ich grundsätzlich nicht. Ja, und spielt er das Pattern andersrum, was er zum Donnerstag gerne kann. Entschuldigung, dann unten. Warte mal. So. Ja, Kind nun in der Kita. Jetzt geht hier die ganze Brühe los hier. Wo war ich stehen geblieben? Ich musste gerade kurz husten, deswegen habe ich kurz pausiert. Für euch ununterbrochen. Genau, wir hatten drüber gesprochen, oben. Mögliche Drehungen hier, ein bisschen Auge auf rote Stundenkerzen achten. Unten kann ich nicht genau einen Bereich nennen, der für mich passend wäre. Wir sind jetzt schon auf wahrscheinlich relativ genau auf einem 61er Retracement, wenn ich das jetzt hier so per Augenmaß sehe. Das wird hier irgendwo im Bereich rumliegen, um dem Gap Close. Vielleicht war es schon ein bisschen dran. Ich würde es auch nicht genau anlegen wollen. Mache ich grundsätzlich nie. Die Zone ist eher wichtig, um das Ding drumherum. Dann passiert es einem nicht, dass man, wenn es dann 1-2 Punkte vorher dreht, sich der Bewegung verwehrt, weil man meint, da muss noch was kommen, weil er nicht am 61er dran war. Das ging mir früher immer so, da habe ich schon immer drauf verstanden, da muss er noch ans 61er. Und da war wegen 2 Punkten vorher, war ich in einem riesen geilen Trade nicht drin, den ich aber so kommen sehen habe. Deswegen ziehe ich die nicht mehr, gucke mir nur noch so die Bereiche an. Ja, also wie gesagt, das wäre 61er Bereich jetzt hier. Das ist ein schöner, prominenter Bereich, um eine Unterstützung reinzukriegen, um aufzudrehen. Ich würde, wie gesagt, auf eine grüne Stundenkerze im unteren Bereich unterhalb von 15.900 achten. Da ich dem Donnerstag wirklich Konterchance auch zutraue. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch war nur gar nichts zu sehen. Keine einzige Gegenwehr. Donnerstag ist prädestinierter Hin- und Herschlagtag. Wäre eigentlich überhaupt der qualifizierteste, hier mal ein bisschen auch Gegenwind reinzubringen. Sollte also Vormittag nicht steigen, sondern fallen vielleicht sogar. Bisschen Geduld mitbringen. Abwarten, bis eine schöne Umkehrkerze kommt. Und dann könnte man vielleicht mal ansetzen, mal was probieren. Ziel von unten wäre in erster Linie auch erstmal das. Und dann müsste er halt zeigen, ob er den Bereich hier klein kriegt, wenn er vorher unten war. Oder ob er durchsteigen kann.
Und dann ist natürlich auch wieder Höheres möglich. Aber er muss erstmal drehen, er muss erstmal Kaufsignale bringen. Ja? Die Kaufsignale haben wir die ganzen Tage jetzt nicht gehabt. Wir haben jetzt zwar hier oben mal ein schönes Kontersignal gehabt, aber das ist alles Brühe gewesen hier halt. Ne? Und ja, Punkt. Das ist eigentlich sogar die kürzeste Analyse jetzt von allen Versionen. Vielleicht klappt das ja jetzt, wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, dass wir die lassen. Ja, aber mehr ist es wirklich nicht. Also der Bereich hier oben ist mir sehr wichtig. Das wäre jetzt auch erstes Rücklaufziel, ne, wenn er Stärke zeigt, wenn er Erholung reinbringt. Wenn er mal anfängt, höhere hochzubauen, dann wäre das definitiv eine Anlaufstation. Aber eben auch eine kleine Short-Chance, Short-Bastion. Kann gut runterdrehen, von dort sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, also rote Stundenkerze, insbesondere da oben aufpassen. Und grüne Stundenkerzen unter 15.900 würde ich aufpassen. Aber bitte nicht falsch verstehen, kriegen wir keine. Denkt an unser Kästchen, denkt an die Ausrichtung, denkt an das Risiko, was wir haben. Der kann hier auch weiter fallen. Ja, nur weil ich sage, ich würde eine grüne Stundenkerze long handeln, heißt das nicht, dass man nicht shorten darf, wenn er weitere Tiefs bringt. Jedes Tiefe, neue Tiefe ist ein Verkaufssignal. Ja, das sollte klar sein. Das sollte klar sein. Ja, so. Freunde, also machen wir hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.